Derzeit passen so einige Sachen nicht wirklich zusammen, denn wir haben gestern gesehen, dass sowohl die Aktienmärkte gestiegen sind, als auch die US-Renditen gestiegen sind, als auch der US-Dollar gestiegen sind. Normalerweise verhalten sich Aktienmärkte auf der einen Seite und Dollar und Renditen auf der anderen Seite negativ korreliert. Bei den Renditen ist das unmittelbar einsehbar, wenn Geld teurer wird, also die Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen steigen, dann fließt latent weniger Geld in die Aktienmärkte, weil schlichtweg Liquidität dann knapper wird, teurer wird. Beim Dollar ist es so, dass der Dollar dann zulegt, derzeit, wenn die Zinssenkungserwartungen wieder reduziert werden, zurückgehen. Genau das ist derzeit der Fall nach Aussagen von FED-Mitgliedern. Einer irrt, also entweder die Aktienmärkte auf der einen Seite oder der Dollar und die US-Staatsanleihenrenditen. Es kann auch sein, dass wir eine Kaskade haben, dass sich zuerst die einen irren und dann die anderen irren. Das wäre meine Vermutung, was ich damit meine, gleich mehr. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Normalerweise sehen wir das rechte Grafik hier, bis auf diese KI-Euphorie, die wir nach Veröffentlichung von ChatGPT hatten, sehen wir, es gibt einen relativen Gleichlauf, der jetzt wieder intakt ist oder intakt gewesen ist bis gestern zwischen Renditen und den Aktienmärkten, hier etwa dem Nasdaq. Das heißt, steigende Renditen fallen der Nasdaq und umgekehrt. Gestern aber sehen wir S&P 500 nach oben, jetzt wieder in diesen Aufwärtstrend hinein. Die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe sind aber auch gestiegen. Dollar up, Yields up, Stocks up, Something smells fishy, wie hier ein YouTuber titelt. Und wir sehen hier die Renditen für US-Staatsanleihen seit einigen Tagen. Hier die verschiedenen Laufzeiten, 2-jährige, 5-jährige, 7-jährige, 10 und 30, was Sie im oberen Chart sehen, die gehen nach oben. Dementsprechend sehen wir, dass die Kurse der Anleihen, wenn die Renditen steigen, fallen die Kurse und umgekehrt, dass die Kurse der Anleihen hier nach unten gehen und auseinanderklaffen. Wir sehen also diesen Widerspruch an den Märkten, nachdem vor allem gestern Bostic, FED-Mitglied, gesagt hat, also ja, so ab dem dritten Quartal könnten wir die Zinsen senken. Das würde bedeuten, dass die im Grunde nicht vor August sinken dürften. Die Aktienmärkte hoffen aber und die Märkte glauben ja nach wie vor mit knapper Mehrheit, dass eben die Zinsen schon ab März sinken werden. Hier sehen wir die März-Rate-Cut-Odds gehen immer weiter zurück. Dementsprechend ist die Rendite nach oben gegangen, aktuell knapp bei 4,17%. Hat aber die Tech-Werte vor allem, die gestern gestiegen sind, nicht wirklich irritiert. Wir haben vor allem eine Apple über 3% nach der weitgehend sinnfreien Aufstufung von Bank of America. Ja, weil die werden irgendwann irgendwas mit KI machen, so ungefähr der Tenor. Nicht umsonst haben andere Analysehäuser und zwar mehrere Apple abgestuft. Schlichtweg, weil man auf diesem iPhone-Produkt vor allem sitzt, dessen Absatz schwieriger wird, der vor allem in China schwieriger wird. Jetzt hat man mit der Vision Pro diese Brille sozusagen den neuesten heißen Rohrkrepierer wahrscheinlich hier am Start. Die Preise werden nicht zu halten sein. Bald wird Apple auch hier die Preise deutlich senken müssen. Ist alles schön und gut, aber ist eben kein neues iPhone, was Apple da an den Mann bringt. Wir sehen von den großen Tech-Werten nur Tesla, also Tesla, weiter im Absturz. Die werden nächste Woche ihre Zahlen bringen und wahrscheinlich haben wir sowieso jetzt nur noch die Magnificent Five, also die wunderbaren 5 Aktien. Tesla ist schon rausgefallen und man kämpft jetzt sozusagen darum, Apple da wieder reinzuhieven, wo sie wahrscheinlich nicht mehr reingehören. Jedenfalls sehen wir den Nasdaq 1,5% im Plus, deutlich stärker als die anderen Aktien und insgesamt eben mit Microsoft und Apple sehen wir, dass die Magnificent Seven ein neues Rekordhoch gemacht haben. Gestern alleine 72% des Kursgewinnes eben durch diese Magnificent Seven oder Magnificent 6 minus Tesla, könnte man sagen. Und das führt dazu, wir haben relativ viel Rot auch gestern wieder gesehen, dass der S&P 500 Equal Weight Index weiter fällt. Also
Die normale Aktie tendiert derzeit eher nach unten, der Index aber nach oben, weil die großen Tech-Werte das Ganze eben nach oben prügeln. Und eine solche Differenz sehen wir übrigens auch bei US-Tech, nämlich dem Triple Q, also dem Nasdaq-ETF, und China-Tech, also den chinesischen Tech-Werten. Unfassbar, was für eine große Lücke da sich aufgetan hat. Lange sind die weitgehend parallel gelaufen. Jetzt passiert genau das Gegenteil, sodass der Hang Seng etwa jetzt im Vergleich zum Nasdaq extrem günstig ist, unter dem Buchwert des Nasdaqs handelt. Natürlich mit diesen politischen Risiken, die du hast, mit China irgendwo begründbar, aber rein von den Kennzahlen ist das natürlich absurd, was da passiert. Und interessant auch, Kupfer ist ja auch mit China verbunden. Kupfer, ein wichtiger Rohstoff natürlich, Dr. Copper, wie man sagt, praktisch das konjunktursensibelste Metall, wo gibt auf der Welt, könnte man sagen. Gestern der S&P gestiegen, Kupfer fällt weiter. Auch das interessant, hat mit China sicherlich zu tun. Aber warum steigen die Aktienmärkte? Nun, wahrscheinlich, weil der Fall in den Reverse-Repo-Transaktionen, bei denen die Fed im Endeffekt, wenn man so will, Liquidität in die Märkte spülte, wenn das Volumen dieser Reverse-Repos nach unten geht. Man könnte es vielleicht so formulieren, je höher die Reverse-Repo-Volumina, also praktisch die Fed verkauft etwas an Marktteilnehmer und sagt, ich kaufe sie aber zu einem höheren Preis zurück. Und je geringer das Volumen ist, umso weniger Geld wird aus dem Kreislauf abgesaugt. Deswegen sehen wir die sogenannten Fed Reserves, ein Maß für die Liquidität, nach oben gehen. Das unterstützt die Aktienmärkte derzeit. Kein Wunder also, dass der Nasdaq in Richtung neues Allzeithoch tendiert. Wir haben gestern dieses Gap gefüllt, von dem ich gestern im Marktgeflüster auch gesprochen habe, sind ja dann zunächst nochmal runtergekommen, um dann zum Handelsende nochmal nach oben zu schießen. Sind im RSI schon ziemlich weit oben, kann man sagen, aber es gibt die Möglichkeit, hier weiterer Kursgewinne aus meiner Sicht schon alleine aufgrund von Positionierung. Wir haben gestern gesehen, dass die Vermögensverwalter ihre Positionierung deutlich zurückgefahren haben von 80% auf nur noch 53%. Das heißt, die, wenn das weiter nach oben geht, gucken der Rallye hinterher, müssen dann kaufen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass viele Hedgefonds hier Leerverkäufe getätigt haben. Und wir sehen auch, dass eben diese Leerverkäufe bisher noch keine Schmerzen verursacht hatten. Gestern sind die dann nämlich die am meisten geschorteten Aktien im späten Handel auch nochmal deutlich gestiegen, aber in den letzten Tagen tendenziell gefallen. Wenn hier noch Schmerz kommt, wenn also hier diese Most Shorted Aktien steigen, wenn die Vermögensverwalter dann long gehen müssen, wenn ihnen die Kurse davonlaufen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir nochmal ein neues Allzeithoch beim S&P 500 sehen. Und wenn dann alle glauben, boah, jetzt ist nur noch der Himmel das Limit, dann glaube ich, kommen wir in eine saftige Korrektur. Also meine Damen und Herren, Vorsicht, ich bin kurzfristig bullish aufgrund der genannten Faktoren. Das sollte Sie jetzt nachdenklich stimmen und denke aber, dass das letzte Hurra ist erstmal, was wir hier sehen werden, weil schlichtweg die Diskrepanz zwischen dem, was die Märkte erwarten in Sachen Zinssenkung und dem, was dann faktisch passieren wird, zu groß ist. Wir haben jetzt auf der anderen Seite in Sachen Liquidität auch eben die Situation, dass dieses BTFP, das wohl im März auslaufen wird, also dieses Notkreditprogramm der Fed für Banken, wo sie sich Liquidität besorgen können, immer stärker ausgenutzt wird. Das ist für die Banken ein sicheres Geschäft. Du leistest zu einem niedrigen Zins Geld bei der Fed und legst es woanders zu einem höheren Zins an, würde ich auch machen. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass sowohl in die Geldmarktfonds als auch in CDs, das sind Time Deposits, also zeitlich begrenzt verzinste Anlageprodukte, immer mehr Geld reinfließt, sodass wir hier neue Allzeithochs sehen. Also nach wie vor sehr, sehr viel Geld in diesen Zinsprodukten, wenn man so will. Die fließen noch nicht raus, können damit die Aktienmärkte noch nicht unterstützen. Ein wichtiger Punkt. Kommen wir jetzt mal zur Geopolitik und zur Frage Zinsen und auch Inflation.
Wir sehen neue Attacken oder eine neue Attacke auf ein US-Schiff im Roten Meer durch die Houthis. Und jetzt häufen sich Berichte in den Medien, A, das ist inflationär, was da passiert, und B, auch, dass wir jetzt langsam Versorgungsprobleme bekommen. Das gilt vor allem für den Food Supply jetzt auch, also für Nahrungsmittel. Denn viele Nahrungsmittel können nicht eben so lange transportiert werden. Das macht keinen Sinn, etwa bei Bananen oder solchen Produkten. Wenn ich dann eine viel längere Strecke habe, dann verdirbt irgendwann diese Ware. Dementsprechend könnte es so langsam wieder aufwärts gehen mit den Lebensmittelpreisen, mit den Foodpreisen, die ja sehr lange im freien Fall waren. Dieser Trend könnte sich jetzt umkehren. Über 70 Milliarden Euro EU Agri-Food Imports und Exports could be affected, wie hier Bloomberg titelt. Und hier sehen wir mal die zwei größten Global Trade Choke Points, also praktisch die Nadelöhre, könnte man sagen, nämlich einerseits der Suezkanal, auf der anderen Seite der Panama-Kanal. Der Panama-Kanal leidet unter Wassermangel und dazu wenig Wasser, dadurch die Kapazitäten eingeschränkt. Und im Suezkanal wissen wir, warum das hier so nach unten geht. Das ist schon ein ziemlich heftiger Fall, der da passiert. Und das wird Konsequenzen haben, keine Frage. Es hat schon Konsequenzen etwa für Ägypten, denn die Einnahmequelle Suezkanal ist praktisch der wichtigste Devisenbeschaffer für das Land. Jetzt sehen wir, dass Moody's Ägypten abgestuft hat. Die Wirtschaft ist sehr, sehr schwach, leidet vor allem auch unter dem Krieg Israel-Hamas. Und jetzt eben diese Abstufung, das könnte jetzt für Ägypten auch eine sehr schwierige Situation werden. Also wir haben dann diese Iran-Pakistan-Geschichte, wir haben eine sich verschlechternde Situation in Ägypten. Das ist schon viel Potenzial für Unruhe, und wir haben natürlich noch den Russland-Ukraine-Krieg, wo zwar die Wirtschaftsdaten der Russen noch sehr gut aussehen, aber man verbrennt natürlich seine Reserven, nämlich die Reserven seines nationalen Wohlstandsfonds. Die sind um über 44% gesunken. Das heißt, man finanziert den Krieg aus den Rücklagen. Das kann man eine Zeit lang machen. Irgendwann wird das aber schwieriger. Ich denke, die russische Wirtschaft erlebt eine Scheinblüte. Krieg kostet Geld. Das klingt erstmal in den Zahlen, sieht das ganz gut aus, wenn du Rüstungsgüter produzierst, aber du hast damit nicht wirklich Produktivität, sondern musst das Geld eben ausgeben für Dinge, die letztendlich, naja, zumindest ökonomisch nichts bringen. Kriegstechnisch bringt es ihnen natürlich was, gar keine Frage. Also, das in Russland. Jetzt kommen wir nochmal nach China. Sie sehen, wir springen jetzt hier. Chinas größter Broker hat, nämlich Cytic, hat jetzt weitgehende Short Sales ausgesetzt. Also man kann nicht mehr über diesen wichtigsten Broker in China shorten, nachdem gestern ja offenkundig dann staatliche Institutionen ETFs gekauft haben, um die Aktienmärkte zu stabilisieren. Heute geht es auch für den Hang Seng wieder etwas nach unten. Vorhin hatte ich ja China Tech genannt. Die großen Tech-Werte sind ja alle im Hang Seng gelistet in China, Alibaba und Konsorten. Also da ist einiges im Argen, und meistens ist das eher kurzfristig nochmal ein schlechtes Zeichen, solche Short-Aussetzungen. Das erzeugte meistens dann eher noch Verunsicherung. Verunsicherung auch ein gutes Stichwort für das, was in Deutschland passiert. Stichwort Deindustrialisierung, BASF wieder mit ziemlich katastrophalen Zahlen. Auch eine Folge der Energiekrise und der gestiegenen Energiepreise. Auch wenn jetzt natürlich im Vergleich zum Vorjahresmonat diese Energiepreise deutlich gefallen sind. Um 23,5%, so die Daten jetzt aus dem Dezember. Das wird sich allerdings im Januar nicht mehr so fortsetzen. Ohne den Energiesektor wären die heute eben vermeldeten Erzeugerpreise sogar um plus 0,3% gestiegen. Wir haben dann, wenn wir in Europa bleiben, vorhin auch katastrophale Daten aus UK gesehen, massiv rückläufige Einzelhandelsumsätze, Rezession, ich höre dir Trapsen, damit die Einzelhandelsumsätze in UK, vor allem wegen der Inflation, das zweite Jahr in Folge rückläufig, denn die Leute geben mehr aus, um weniger kaufen zu können. Das ist das große Problem der Inflation.
Und dieses Problem hat auch Deutschland, aber hat noch ganz andere Probleme, mentale Probleme vor allem, würde ich sagen. Jedenfalls ist jetzt gestern Abend das Budget für das neue Jahr in Deutschland durchgewunken worden. 39 Milliarden Neuschulden. Hier sehen wir mal dieses Off-Budget, also diese außerbilanziellen Positionen. Das sieht aus wie ein Hedgefund auf den Cayman Islands irgendwie, muss man sagen. Aber so weit sind wir schon Kummer. Korrekturen in Aktienmärkten. Hedgefunds weiten Leerverkäufe aus. Da sehe ich nochmal eine Chance, dass hier die Hosse weiter nähert, dass dann eben diese Leerverkäufe eindecken müssen, weil dann auch die geschorteten Aktien nach oben gehen, was ja derzeit nicht passiert. Erste Artikelempfehlung und die zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Die Notenbanken kapieren langsam, dass das, was die Märkte da spielen, ihnen ein Problem bereiten wird. Denn diese Disinflationschancen, die man gesehen hat, die werden immer geringer, weil die Märkte schlichtweg durch ihre Gier, durch ihre Euphorie neue Inflation erzeugen. Das also die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.